Moin moin ihr Lieben, ich habe so lang drauf gewartet, so lang und ich habe so unglaublich viele Kisten aufgemacht. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Kisten ich aufgemacht habe. Ihr wollt es wirklich nicht wissen. Es sind zu viele gewesen, zu wild, ich sag's euch. Egal, endlich habe ich es geschafft. Ich habe einen Lucky Block. Er wird mir nicht als solcher angezeigt, weil kein Mystery Mod auf diesem Rechner. Aber ich habe einen Lucky Block. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich würde sagen, den placen wir jetzt. Was denkt ihr? Habe ich Glück oder nicht? Wenn ihr das hier seht, dann macht doch kurz Pause und schreibt mal in die Kommentare schon, bevor es passiert, was aus dem Lucky Block rauskommen wird. Ich bin gespannt. Und ich bin ja von Natur aus ein bisschen mutiger Kollege. Von daher machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Ich hole mal meinen Beacon-Schneider aus der EC. Halt. Drachenei meinte ich natürlich. Das ist aber der falsche. Den nicht benutzen. Das sind 5000er. Den will ich nicht benutzen. Hier. Der ist gut. Und schnipp. Wir placen den einfach hier hin. Den Lucky Block. Vielleicht kommt hier ein Spawner raus. Das wäre sehr geil. Dann würde er hier sehr gut stehen. Aber puh. Schauen wir mal. Wir brauchen noch was anderes. Wir brauchen noch ein Schwert, falls Schweine rauskommen. Ganz, ganz wichtig. Und brauchen wir noch irgendwas? Lass mal überlegen. Slash Kopf. Slash Cooldowns. Okay, Slash Kopf habe ich nicht. Ich warte jetzt aber nicht 4 Tage, bis ich den Block aufmache. Sonst, kleiner Tipp für euch. Guckt immer, dass ihr Slash Kopf verfügbar habt. Denn wenn ihr den Owner-Rang bekommt für 3 Sekunden, könntet ihr euch quasi, damit den Kopf mit Owner machen. Das wäre natürlich schon sehr, sehr, sehr geil. Aber haben wir nicht da. Okay, was könnte ich denn noch machen? Ich könnte, keine Ahnung, wenn ich ohne habe, habe ich halt einfach ohne, dann ist es so. Welche Optionen bleiben mir denn noch? Was vergesse ich? Ich glaube, es ist alles da. Wir werden sehen, was jetzt gleich passiert. Ich hänge überall Karten, das gibt ein riesen Chaos, wenn hier Sand runterkommt. Ich hoffe, da passiert nichts weiter. Ein paar Raketen bleiben einfach stehen. Na, wir werden sehen, was rauskommt. Ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, wie das aussieht, wenn die Lucky Blöcke aufgehen. Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen Respekt davor. Und ich schaue es mir nochmal an, bevor es vernichtet ist. Na gut. Ich hoffe, wenn der TNT explodiert, die Barrieren dürften ja nichts abkriegen bei TNT, ne? Barrieren sind ja TNT-sicher. Hoffe ich. Okay, erzählt mir ruhig mal in den Kommentaren, was ihr schon für Lucky Blöcke gesetzt habt, was da rauskam. Cheers übrigens. Bin ich sehr gespannt auf eure Geschichten, auf eure Erfahrungen mit Lucky Blöcken. Und der kommt übrigens aus einer epischen Kiste. Ich habe keine Ahnung, ob es gut oder schlecht ist oder ob es beides sein kann. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie kein Vertrauen auf die Lucky Blöcke aus den Brotkisten. Und ich wollte gerne mal wissen von euch, wie findet ihr den Preis von Lucky Blöcken? Die werden ja tatsächlich so um die 200k gehandelt und da tut so ein Placen schon ein bisschen weh. Seid ihr der Meinung, 200k ist ein gerechtfertigter Preis, vor allen Dingen bei dem Kram, der da wahrscheinlich rauskommt? Oder sagt ihr, 200k ist eigentlich viel zu teuer? Meint ihr, die werden billiger werden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber egal, wir machen das jetzt. Okay, hilft alles nichts. Augen zu und durch. Und place. Oh mein Gott, ich habe es getan. Was passiert? Was? Bitte, irgendwas Gutes. Hä? Oh, der sieht aber hässlich aus. Oh mein Gott, was ist das? Warum läuft ein Zombie mit meinem Kopf? Ich muss den schlagen. Und was habe ich bekommen? Ein Lucky Kopf von Streamer Rouge 83. Na gut. Okay, es hätte schlimmer kommen können, Leute. Wir setzen direkt mal das Drachenei da wieder hin. Alter Schwede. Ja gut. Das ist ein Lucky Kopf. Okay. Warum nicht? War nicht ganz der erhoffte Spawner, aber ein Lucky Kopf.
Alles klar, ihr Lieben. Das war's schon wieder. Kurze Folge wieder. Nur kurzer Spaß für euch. Von daher, schreibt mir was in die Kommentare. Lasst ein Däumchen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und massakriert die Glocke, damit es auch immer schön bimmelt, wenn ich online komme. Oder neue Videos kommen. Und wir sehen uns spätestens beim Geburtstagsevent. 26.09. 27.09. Mehr Details auch im Prefer Games Forum. Bis dann. Euer Rouge. Ciao.